Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Ages of Time. Ja, wir sind's wieder. Hallo. Hallo. Guten Tag. Genau. Etwas länger ist es her. Drum stehen ja auch noch Weihnachtsbäume. Nee, ihr habt nicht die Zeit verpasst und es ist schon wieder Weihnachten, sondern bei uns ist es immer noch Weihnachten. Ja. Die müssen wir jetzt mal entgegenwirken. Die müssen wir mal entsorgen. Aber tatsächlich, wenn ich bei mir durch die Stadt fahre, ist tatsächlich auch die Weihnachtsbeleuchtung immer noch da. Echt? Also von daher, wir waren schneller. Yay! Genau, wir haben es geschafft, Weihnachten zu beenden. Okay, wunderbar. Ja. Sehr gut, wir haben es in die Kiste gepackt. Das heißt, nächstes Jahr können wir es wieder rausholen. Genau. Also nächstes, dieses Jahr. Ihr wisst, was wir meinen. Also in ein paar Monaten können wir sie wieder rausholen und dann haben wir wieder Weihnachten. So, in der Zwischenzeit ist so einiges passiert. Nicht auf YouTube, nicht auf Twitch, da habt ihr nicht allzu viel mitbekommen. Der Jojo hat auch nur ein paar Sachen davon mitbekommen. Wir sind umgezogen, wir haben jetzt einen richtigen, harten, geilen Server bekommen. Was heißt bekommen? Wir haben jetzt einen Server. Da läuft das alles ein bisschen flockiger wie bisher. Deutlich flockiger. Ein paar Modpack-Updates gab es noch, aber ansonsten hat sich nicht so viel jetzt vom Modpack her geändert. Was sich dann noch geändert hat, wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen gebastelt und gearbeitet, weil wir müssen ja schließlich auch unsere gemeinsam mit den durch den Urschleim-Themen lösen. Sind da leider auch noch nicht ganz fertig. Und dann gab es noch den einen oder anderen gesundheitlichen Fauxpas und dann war noch Urlaubszeit und dann war noch Weihnachten und dann war noch Silvester und ach, es war einfach zu viel. Ja. Genau. Und jetzt haben wir es endlich wieder geschafft. Und dann war auch noch ein neues Jahr. Neues Jahr, pfui. Das ist total. Also ich meine, ich habe jetzt schon, es ist jetzt Ende Januar, ich habe den ganzen Januar damit verbracht zu üben, dass ich 18 hinten schreiben muss beim Datum. Du kannst das schon? Ich meine jetzt nicht schreiben, sondern das Datum richtig hinschreiben, weil ich tue mich da ja auch noch schwer, das ist ja Hammer. Ich habe gesagt, ich habe geübt, nicht gelernt. Also. Ach so. Okay. Ja. Also ich bin ziemlich froh, dass die meisten Anwendungen im Prinzip, wo ich ein Datum eintragen muss, so einen Kalender haben, der mir einfach nur sagt, ja, ich bin im Januar und das Datum wird schon, oder das Jahr wird schon von diesem sein und nicht von letztem halt. Von daher geht das dann. Genau, so quasi heute. Genau, heute ist immer gut. Genau, so, apropos heute. Genau. Was machen wir denn heute? Heute werden wir uns jetzt mal unseren Fortschritt angucken. Dadurch kriegst du ein Update und dadurch kriege ich nochmal ein, was haben wir alles gemacht. Und die Zuschauer sehen, dass wir nicht ganz untätig waren. Ja, also ich schon. Doch, du warst auch tätig. Du hast deinen Mod abgedatet. Abgedatet. Ja. Richtig, ja. Habe ich? Ja, hast du. Du hast wie alles abgedatet, soweit ich weiß, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Doch, du hast da was gemacht. Ich glaube, ich habe einen Bug gefixt. Ja. Einen Bug. Die Mailbot hat auch noch einen Bug. Nee, die hat keinen Bug, sondern das ist ein. Du hast irgendwas mir nicht geschickt und zwar das, was drüber war und was passiert ist. Kann jetzt bitte irgendjemand eine Dschungelmusik einspielen? Ja, wäre, glaube ich, gerade ganz praktisch, ne? Aber so. Okay. Aua. Ist noch ein bisschen eng der Durchgang, ich weiß. Aber Olli, das diskutieren wir nachher in Ruhe aus. Aber gefühlt ist das Problem, dass irgendwo eine Exception geschmissen worden sein muss und deswegen irgendwas nicht funktioniert hat. Und die Frage ist, warum wurde die Exception geschmissen? Weil Minecraft. Richtig. Weil Minecraft, okay, alles klar. Ich sehe eine Brücke. Genau. Und du siehst ein Schiff, aber das Schiff kommt nicht von uns. Das Schiff ist automatisch generiert worden. Da können wir dann nochmal plündern gehen. Arr, Piratenschiff. Genau. Aber da können wir vielleicht noch auf den Daniel warten, der will mit Sicherheit auch plündern. Genau, der kommt übrigens noch. Flo lässt sich mal wieder entschuldigen. Ja, ist hallo, okay. Hellami. Wussten wir ja schon. Und da links sehen wir jetzt dann schon die ersten Anfänge dessen, was wir planen zu bauen. Piratenpalast. Weiß nicht, ob das Piratenpalast ist. Gut. Wenn wir dabei sind, ist es irgendwas Piratiges, von daher. Okay.
So, wenn ich jetzt Ah, ich kann mit aussteige, dem dann. Boot nicht lenken. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches. Ich häng fest. So. Ah, ich bin auf der falschen Seite von der Mauer. So, da sind wir noch richtiger. Ii. So. Ja, Bier oder was auch immer gibt's schon. Perfekt. Und ein Genau. Anker auch. Also ich fühle mich hier als Pirat direkt wohl. Genau. Und dann gibt es schon die ersten Kisten mit Plündergut und so. Also da haben wir dann schon ein bisschen eingerichtet. Oh, Schatztruhen. Wichtigste gibt es auch schon, eine Taverne. Ja, da hat der Olli richtig ordentlich gebastelt. Na, okay, da hinten. Ist was? Nein, Hallo? nein. Ich habe schon gesehen, was ihr macht. So, und danke an. Oh, jetzt muss ich den Namen raten. Also, wir hatten aus der Community mal Post bekommen und hatten diesen Hyper Storage Box bekommen. Diesen einen Block hier Hyper, in hyper. Grau. Hyper, hyper. Und dementsprechend hat man hier also schon ordentlich Platz in unserem Kistensammelsurium. Da kann man noch einiges reinklatschen. Ach du. Da geht echt einiges rein. Nee, ich habe gerade geguckt am Rezept. Ja, Es gibt Leute, die hier etwas häufiger, etwas länger und etwas mehr spielen als wir. Ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Das, wo wir doch seit einem Monat nicht mehr gespielt haben. Ja, Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier durch das, was wir schaffen wollen. Also das hier soll das Lagerhaus werden. Eventuell ist hier das Design aus deinen bisherigen Let's Plays ein bisschen bekannt vorgekommen. Was wir Mir, da. Ja, Design. dir. Ja. Mir. Ja. Es ist aber schon länger her, dass du das gespielt hast. Von der Seite vielleicht eher nicht, aber ist egal. Nett. Nannte sich in dem Spiel Kontur. Nett? Ach Okay, gut. so. Moment, jetzt. Ich war gerade komplett auf Minecraft. Nein, das war nicht Minecraft. Okay, jetzt. Ich war gerade drauf. Hä? Wann hätte ich in Minecraft irgendwas in der Art gebaut? Hä? Ich vor allem? Hä? Okay, ja. Könnte ich mir langsam vorstellen, mir fällt jetzt kein blöder Wortwitz ein, wie ich Anno dazu sage, dass mal. wir anno dazumal das Spiel gespielt Ja, haben. genau. So, dann gehen wir mal nach da oben und schmeißen uns mal ein bisschen ins Bett. Hella, mir schläft schon, dann mache ich Aber schmeiß den ich mich. Teil habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass du ihn gespielt hast, aber vielleicht nicht Ja, aber gelet's nicht played. Let's Played habe. Ja, Ah, genau. Ich weiß nur, dass du Anno 2070 hieß es doch, glaube ich, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall das auch. Ja, genau. Da hinten explodiert's. Da bleiben wir mal schön weg. Nö, das. Okay. Dann hat hier, das müsste die Hellamy gewesen sein, den Marktplatz schon fertig. Also da können wir schon ein Häkchen dahinter setzen. Ist doch eigentlich Yay! ist schon ganz hübsch geworden. Doch, gefällt mir gut. Vor allem mit dem brutzelnden Speck hier. Man Oh, ich könnte ihn krieg fast schon Hunger. riechen. Ah, lecker. Da, heute im Radio ging es übrigens darum, dass Frauen ja immer Duftkerzen und sonst was mögen. Und da kam der Vorschlag, damit Männer das mögen, müsste man nicht Duft nach Vanille oder was weiß ich, sondern Duft nach Bacon. Da gebe ich den Leuten vollkommen Abendessen. recht. Also Bacon ist also ja. So, also ich habe schon Weiß ja mal. nicht, für den Moment vielleicht ganz nett, aber den ganzen Tag die Wohnung nach Bacon stinkt. Dann kriegt man ziemlich viel Hunger. Ich würde sagen, das ist auch abträglich den Wampengrößen. Ne? Weil wenn es immer nach Speck riecht, dann kriegt man so Appetit auf sowas. Ich weiß nicht. Naja, gut. Ich habe schon mal ein Ich Häkchen mag gemacht. keine Duftkerzen. Nicht? Das ist gut. Nee, davon wird mir schlecht. Ja, da gibt es mehr Leute da, bei denen das so ähnlich passiert. Ich habe schon mal ein Häkchen gemacht in unserem Urschleimbüchlein auf dem Marktplatz. Also der ist ja schon fertig. Wie komme ich denn bitte bei Urschleim? Ich sehe kein Urschleim. Muss ich im Better Questing oder ist es wieder was anderes? Das ist was anderes. Mach ich das nicht? Hallo. Da ist der Nedelos gerade gekommen. Wir sind gerade in der Aufnahme, macht aber nichts. Grüß dich. Servus. Wie kriege ich das auch? Oder ist das wieder was? Ist das was Geheimes? Also du müsstest theoretisch sowas in der Richtung mal irgendwann gehabt haben, was ich dir gerade zugeworfen habe. Gemeinsam durch. Ja, was haben wir jetzt gedrückt? Keine Ahnung. Weggeschmissen? Gelöscht?
Macht nichts. Ich wollte mein Inventar zumachen, bin wahrscheinlich auf eine falsche Taste gekommen und hab's geschafft zu... Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Ist kein Problem, wir machen dann später noch Bücher und machen noch ein paar Diamanten dran und dann haben wir wieder die Bücher, das ist ja gar kein Problem. Den Herr das verwundert mich trotzdem. Kann ich mit der Taste im, mit, wie heißt's, J-E-E, Just Enough Items, löschen? Mhm. Gute Frage, die nächste. Eigentlich R. Hm? Ich habe auch schon ein paar Mal das Inventar verloren. Mit R und eine Minute warten kommt es wieder. Mit R. Und sortieren. Aber du kannst auch mit, ich glaube, Alt, rechts, links klicken, im Inventar direkt löschen. Das habe ich eigentlich nicht gemacht. Also ich hätte vielleicht irgendwie auf Q und was weiß ich gedrückt, aber dann hätte ich sie eigentlich rausgeschmissen. Genau. Darum irritiert mich das jetzt gerade. Wie auch immer. Ja, okay, also, so viel zu dem Thema. Ich konnte es natürlich nicht zeigen, weil, ja. Wir werden dann schon noch eins finden. Oder uns dann noch eins machen, dann machen wir ein Häkchen dann dahinter. So, irgendwo war hier ein Weg. Das ist zwar ein Weg. Ja, da ist ein Weg, da ist ein Weg. So, da oben hat noch jemand einen Auftrag offen, der momentan heute nicht da ist. Lieber Butze, ne? Also Auftrag hier. Das sollte werden die Farben-Uli, oder? Oh, glaub ja. Glaub auch, ne? Gut, dann müssen wir da jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Dann haben wir da oben, wie wir schon sehen, an vielen Gebäuden etwas mit Chisel und Bits gearbeitet. Da kommen wir gleich noch dazu, was da links steht. Das habe ich da aber nicht hingeguckt. Das ist also Ollis Machwerk, unsere, wie haben wir es genannt, Gasthaus, Taverne und Gemeinschaftshaus. Ja, Gasthaus. Genau. Da hat er also schön mit dreidimensionalen Texturen gearbeitet und die auch Details. Die Originaltreppen waren ihm zu langweilig anscheinend. Bastelt er sich halt mit Chisel und Bits neu. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob mir die besser gefallen oder die eine halben Blockhöhe. Aber da ist auch ein Weihnachtsbaum auf dem Dach. Das ist vom Richtfest. Genau, er hat Richtfest gefeiert, genau. Und der arme Elch. Du Tierquäler, du. Das ist ein Imitat. Also, okay. Das ist also. Okay. Das ist Plüsch. Genau. Und wenn man hier reinguckt, muss man sagen, es ist schon hier sehr gemütlich geworden. Wichtigste zuerst die Taverne. Ja, klar. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Und zu trinken ist ja auch so jede Menge. Doch. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist das hier eine Anleihe? Gefällt mir auch gut. Und die Karten, was spielen wir denn? Muss ich setzen? Ja. Blackjack. Das sind aber nur 5 Karten, das wird nicht so toll werden, glaube ich, mit 5 Karten. Naja, gut. Ja, das ist meine Hand, ich habe gewonnen. Achso, okay. Dann hat er hier so eine Anleihe an eine Science-Fiction-Serie gemacht, gehe ich davon aus, oder? Hat Heller mir geschenkt. Ah, sehr schön, sehr schön. Ein Teil einer Telefonzelle. Richtig. Wer unsere Serien verfolgt, müsste das auch wissen. So, das da hier, ging das nicht auch sogar? Nee, leider nicht. Okay, gut. Da fällt ja noch von NPCs noch die Star Wars Cantina Sound, ne? Könnte man wieder machen, ja. Ja, genau. So, und dann haben wir hier unsere Gästezimmer, wenn ich es richtig weiß, ne? Mhm. Das sind jetzt die, ich sag mal, die normalen Gästezimmer. Normal. Ja, Doppelbett hier sogar schön. Ja, also unglaublich hier. Weil da oben gibt es dann auch die Luxuszimmer, die noch nicht fertig sind. Okay, gut. Das ist verschwendeter Raum. Das ist ein Flur. Ja, aber... Okay. Da hinten ist das Wichtigste. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Hier. Brumsklos. Wobei, das sind ja schon die Luxusmodelle hier, ne? Mit Holzbrille. Was anderes gibt es nicht, aber es sind Brumsklos. Okay. Next Stage kommt noch ein Spülkasten drüber. Dann sind es moderne Klos. Ah, okay. Okay, dann ist gut. Dann, so. Hat man hier, auch, ist auch schön, hast du schon mal den Eimer bereitgestellt. Zum Nachspülen. Zum Ende waschen. Achso. Achso, ja, okay. Nachspülen. Waschbecken gibt es doch nicht. Dann halt der Bier zum Nachspülen. So, dann gehen wir mal ganz kurz nach oben und mal eine Runde gucken. Da haben wir dann nochmal ähnliche Zimmer wie unten. Da ist die Tischtennisplatte, oder? Nee. Pool. Billard. Billard. Pool? Pool? Cool. Jawohl. Hier geht's jetzt zum Luxuszimmer, was noch ein Fetch ist.
Das kleine Luxuszimmer mit schöner Aussicht zum Meer. Da fehlt noch ein Bett, aber ja. Nee, das ist hier hinten drin. Ah, aber dann hat. Olli! Wenn man was in diesem Bett liegt, hat man keine Aussicht. Ja. Aber willst du morgens aufstehen mit einem großen Fenster, wo der reingucken kann? Ja, nee, weil bei diesem Haus ist es ja das Schöne, dass sozusagen, also was bei Luxushäusern ja meistens so ist, dass die an Orten stehen, wo wenn du rausguckst, niemand da ist. Das heißt, du kannst nackt vorm Glasfenster stehen und es ist wurscht, weil da ist eh niemand. Das ist aber nur ein Gästezimmer, das weißt du schon. Ja, und? Okay. Das ist dann der ganze Hafen. Lass die Bilder bitte aus meinem Kopf verschwinden. Die Bilder. Außerdem sind die Gläser ja dann eh so verspiegelt, dass man von innen nach außen sehen kann, aber von außen nie nach innen. Das gibt's erst nächstes. Dann okay, ziehst du das Bett um. Okay, alles klar. Wunderbar, danke schön. Dann zieh ich rein. So, und dann haben wir hier oben noch die. Moment, ich habe die Mittelklasse Betten noch nicht gesehen. Das ist ungefähr. Ja, das ist identisch zum unteren. Also okay. Auch die. Dann guck, aber. Die normalen Zimmer. Hat auf jeden Fall was, also ja. Und dann haben wir ja noch den Dachboden, der noch eines Dachs entbehrt. Der noch etwas unsicher ist. Also hier wird es auch noch ein Zimmer geben. Luftwohnung. Da gibt es dann das größte Luxuszimmer. Die Tür ist schon drin, aber die Wand noch nicht, okay. ja gut. Okay. Hübsch, aus Konkret, ja, du baust ja hier modern. Man merkt schon. Ich frage mich gerade, ob man hier schon über dem Nebel ist, aber das ist tatsächlich Wolken. Aber das ist doch nur die Entfernungspauschale. Ah, und Hellemy klöppelt unten gerade an einem Weg. Sehr schön, sehr schön. Es ist schön, anderen Leuten beim Arbeiten zuzusehen. Nicht wahr? Können wir die ganze Folge machen. Immer ein bisschen winken, man muss ja motivieren. Genau. Gut machst du es, weiter so. Super. Dankeschön. Also das wird hier schon richtig schön. Beziehungsweise es ist hier schon einiges sehr schön, ein bisschen was fehlt noch. Aber ist okay. Das Schönste ist, es ist schön, ohne dass ich was gemacht habe. Sollen wir wieder manche schön. Bösen Zungen behaupten, es ist schön, weil ich nichts gemacht habe, aber. Nein, die Zunge gibt es hier nicht. Nein. Ja, Daniel ist ja noch nicht da. Genau. So, und jetzt gehe ich. Ich habe ihm schon mal vorweggegriffen, damit er. Und so. Okay. Damit er es nicht sagen muss. Okay. Richtig. So, und jetzt gibt es hier noch jemanden, der hat sich dann auch mit Schüssel und Bits auseinandergesetzt und muss sagen, der hat hier also auch die Smeltery so verpackt, dass man hier genau zielen muss, um auf den Schlitz zu treffen. Aber das hat er doch schon recht hübsch verpackt, hier, hätte ich gesagt, oder? Also die Ausgießsachen sehen wirklich super aus. Nur unten ist noch ein bisschen unpraktisch zum Rankommen, aber das würde vielleicht noch machen. Details. Genau. So, da haben wir natürlich noch ein paar Sachen dann zu tun, ist klar. Schauen wir, ob hier zufälligerweise so ein Buch rumliegt. Nein, liegt keins rum. Gut, werden wir uns dann auf jeden Fall noch mal ein, zwei so komische Bücher craften müssen. Und wir haben noch ein paar Sachen, die wir noch tun müssen, gell, Jojo? Richtig, die To-Do-Liste, die wir jetzt leider nicht sehen können. Ach, haben wir doch schon alles gemacht. Wunderbar. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Du wolltest dich kümmern Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Nein. Nicht? Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr, was zu tun ist. Also wir hatten die Siebe, da weiß ich nicht, wer die machen wollte. Dann hatten wir die Water Strainer, da weiß ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel sieben will. Die Water Strainer hatten wir dann noch. Dann hatten wir noch theoretisch Bedrock Ores, hätten wir noch zur Auswahl. Oh, das mache ich. Und was war es noch? Magical Crops. Nee, mit Crops habe ich in letzter Zeit zu viel gemacht. Ich mache Bedrock Ores. Okay, gut. Ich hatte nämlich beim anderen schon angefangen, einen Weg zu graben, aber wir sind ja umgezogen. Yay. Kann ich dir behilflich sein, wenn du da mal mitkommst? Ich zeig dir mal was für dein Auge. Ich habe nämlich da ein bisschen nicht ganz untätig gewesen.
Genau da drüben in die Richtung, die ich gucke. Diese Landzunge, die da rauskommt. Da siehst du ein paar Treppchen, die nach oben führen, ne? Ja, und da sehe ich einen Abgrund, der nach unten führt. Wenn du da runter gehst, da habe ich quasi über dem Bedrock schon ein bisschen freigeräumt. Ah, danke. Guck mal. Danke. Da wirst du auch schon ein Maschinchen finden, aber da solltest du trotzdem noch eins bauen. Okay. Schaue ich mir gleich an. Erstmal gucke ich jetzt doch mal in das Buch rein. Genau. Ich glaub, haben wir das schon mal vorgelesen? Wenn nicht, ich erinnere mich nicht mehr dran. So war das doch gar nicht gemeint. Hallo. Muss ich auch ab und zu hier testen. So. Hast du noch einen Rucksack, damit du auch genug Erze mit hochschleppen kannst? Ui. Dankeschön. Okay, also da haben wir dann, die Rezepte sehen ja übersichtlich aus. Einer steht schon unten, da habe ich ein bisschen damit rumexperimentiert. Aber ansonsten, da können wir schon noch zwei, drei hinstellen, hätte ich gesagt. Okay, ich gucke erstmal, was da unten steht, bevor ich da einen Kommentar dazu abgebe. Und dann muss ich auch erstmal rausfinden, wo, also vermutlich sind die ganzen Erze dann bei der Schmelze oder wie ist hier die Aufteilung oder ist, hier war ein riesiger Storage-Komplex. Das heißt im Prinzip, das ist gerade unser übergangsmäßiges ME-System. ME, was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Kennt man ja hier in der Steinzeit. Das sind zwei Buchstaben. Aber, das hier ist gerade so das Lager für alles. Genau, das ist unser großes Lager, da kannst du alles reinschmeißen. Nein. Suchen noch nicht. Es gibt aber noch eine Kiste, die man anklemmen kann. Mit der kann man dann suchen. Das ist die Searchbox, die mit Enchanted Büchern und so weiter sind. Also das lässt sich auf jeden Fall noch machen. Ein bisschen Eisen fehlt uns, glaube ich, noch. Wobei ich nicht weiß, haben wir da noch Eisen drin? Ja, wir haben noch Eisen da. Also das sollte nicht das Problem sein. Kriegen wir hin. Ja, das sollte funktionieren. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin, eine Searchbox da noch mit reinzukriegen. Dann kann man da drin auch... Wie in einem zukünftigen Lagersystem kann man dann schön craften, ja. In einem Lagersystem, was wir uns jetzt vorstellen würden, was automatisiert craften würde, sowas müsste man mal erfinden. Ja, genau. Sowas werden wir auch hoffentlich noch mal irgendwann hier in dieser Gegend vorfinden, ja. Genau. Vielleicht. Oder auch nicht. Gut. Ich lese jetzt trotzdem mal kurz in den Urschlamm rein. Also wir sollen ein sicheres, gemütliches Gebäude als Anlaufstelle für alle Servermitglieder. Eine kurze Zwischenfrage. Sollte das synchronisieren, wenn wir irgendwie in einer Party sind oder sowas, wenn du das anklickst oder nicht? Das ist für jeden. Das ist für jeden extra. Okay. Als Anlaufstelle für wunderschöne UTF-8-Probleme, alle Servermitglieder, ein Gemeinschaftsgebäude als Unterkunft für alle. Haben wir das? Nein, noch nicht fertig. Das da fehlt das Dach. Okay, Dach fehlt. Also wir haben es zu drei Viertel. Konstante Versorgung mit Nahrung ist wichtig für das Erstarken einer Zivilisation, baut eine Farm. Das ist auch in der Mache. Also das war Butze, richtig? Genau. Material will verarbeitet werden und um besseres und dauerhaftes Werkzeug herzustellen, baut eine Schmelze samt Schmiedewerkstattgebäude. Schmelzehammer, steht da schon ein Gebäude drum? Nö. Also Hammer auch nicht. Nein. Ja, richtig. Nach hartem Tagwerk dürstet es euch nach einem kalten Getränk. Baut eine Taverne. Das haben wir. Ohne Dach. Das Wichtigste steht. Ohne Dach. Die Taverne ist eigentlich schon der Raum da unten, der eine. Der ist komplett fertig. Ja, die haben wir. Komm, ich mache einen Haken rein. Okay, lalalala. Ihr habt zu viele Diamanten, aber nie genug Wolle, um eure Traumgegend zu bauen. Handelt auf dem zu bauenden Marktplatz. Den Marktplatz haben wir auch, oder? Den haben wir. Da kannst du einen Haken setzen, ja. Und um mit anderen Welten handeln zu können, braucht es eine funktionierende Post. Baut ein Postamt. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Nein. Noch nicht mal in Planung, oder? Nö. Nee. Dann hat der Daniel da sicher Spaß. Okay. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil, Ja, klar. Hatten wir da überhaupt für einen schönen Bauplatz? Glaub nicht. Nee, ne? Also ich würde jetzt einfach mal, also, als Vorschlag, ich weiß ja nicht, was ihr euch mit dem Kontor vorgestellt habt, aber der Kontor ist ja ein Warenumschlagplatz. Mit anderen Worten, hier werden Waren gehandelt und verschickt. Ja. Dementsprechend hat eine Post meiner Ansicht nach sehr viel damit gemeinsam. Sollte die Post dann nicht einfach in den oberen Stock hier rein, also hier? Das wäre eine Option, da gebe ich dir recht. Du willst dich also wieder aus der Arbeit reden. Ja, genau. Also ich hätte es ja nicht gemacht. Und es hätte auch niemand gewollt, dass ich es mache. Von daher
habe ich euch Arbeit gespart. Okay. Dann weiß ich, was der Jojo machen darf. Anschaffen? Wer das macht? Arbeit anschaffen? Nein. Ich werde es sicherlich nicht bauen, weil das will niemand. Aber da hinten zumindest könntest du ja theoretisch Felder oder sowas schon mal anlegen. Ich dachte, ich gucke jetzt nach Bedrock. Oh, aber okay. Ja, das kannst du auch machen, natürlich. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Wir haben noch ein bisschen Ich versuche gerade zu überbrücken, weil diese Folge nicht mehr so viel. Nee, in dieser Folge würde ich sagen, machen wir nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall schon mal festgestellt, wir haben noch ganz viel zu tun. Richtig. Und ganz wenig Zeit. Immer. Genau. Und sollten wir langsam loslegen, nicht? Richtig, aber erst in der nächsten Folge. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben kurz einen Überriss gemacht, was so in letzter Zeit so los war, was noch alles kommen wird. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Servus.